Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute GTA 5 am PC. Jo, nehmen wir mal die Karre, wenn sie schon da steht. Wenn sie schon so schön da steht. So, bin ich jetzt richtig? Ja. Muss man schauen, dass man nicht falsch fahren, ne? Über den Highway. Ruhe der LKW. Guck mich nicht an. So, ich glaube, hier müssen wir langsam mal raus. Jo. Weg da. Komm, verpiesel dich, Mann. Du auch, verpiss dich. Pickups haben Vorrang. Weg da. Du auch, verpiss dich. Ja, ich rasiere gerade alles um. Übrigens, Leute, will ich da oben, ich sehe das Flugzeug. Ich freue mich schon am Flughafen zu randalieren. Da werden wir mal hin und 5 Sterne machen. Oder 6. Ich weiß nicht, was das Maximum ist. Aber da werden wir mal ordentlich randalieren. Aber da brauchen wir bessere Waffen. Sonst geht das nicht. So, da soll man rein, nehme ich an. Sollen wir sie umziehen, oder was? Excuse me. I got this interview. Hallo. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? All right. Na, dann schauen wir doch mal nach, was da gibt. So. Aber das schaue ich aus. Ey, das kostet richtig Kohle. Oh gut, wir haben ein bisschen was. Schauen wir mal was. Was sieht denn geil aus, Leute? Das sieht schwul aus. Ich nehme jetzt Giftrot. Oder? Das nehmen wir. Nehmen wir Giftrot. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Bye. Sonnenbrille wäre geil. Ich will eine Sonnenbrille. Kann man die haben? Hallo? Eine Sonnenbrille. Die rückt keine raus. Na okay, dann hauen wir ab. Ich schaue jetzt jugendlich aus. Zum Büro vom Lieferverein, soll man? Okay. Das ist ein Stückchen wahrscheinlich. Also, auf in den Pickup. Oh, der ist gescheit schmutzig, Leute. So, lässt er anrufen. Michael? I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. So, ich schieb dich weg, Junge. Sag mal, mit dem Pickup kann ich den nicht schieben? Was geht denn hier ab? Der hat's zeitlich hier gesegnet, dann haben wir einen zu großen Crash verpasst. Das ist doch so ein Dodge, die Karre, glaube ich. Ah, yes, ah. Ich leg's da drauf an, ich geb's gerade zu, aber... Es macht einfach Spaß, rumzucrashen in GTA. Gut, aber schauen wir, dass wir ans Ziel kommen. So, da unten ist es. Jawohl, bergab, da kriege ich Speed zusammen. Hey! Kann ich in die Quere. Bam! So, hier ist das Ziel, links. Gehe zum Hintereingang, alles klar. Na, lass mir raus der Karre. Hintereingang, okay.
Life Invaders. Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. So, drin sind wir schon mal. Yoga-Zone? Komm ich nicht rein. Das hätte mich jetzt interessiert. Evangelist when the big boys vest. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. So, dann gehen wir nach oben. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, können wir da zocken? Take a normal chair. I have a terrible back. Scheiße, ich wollte ihn zocken. The brief was for a relaxed, creative individual. So, der ist da links. Schade, dass wir nicht laufen können, aber das würde wahrscheinlich auffallen. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. Alter. Got any antivirus software? 100,000 pornos oder was? So. Behind this junk on the left. Drück mal play. W-Link, bro, bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same pornos kind of here. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start him early, bro. Porno scheiß Werbung haben wir hier. After that, it's just a hack job. Okay, we got some space. So, Hammer. I'll try to boot up this antivirus. Jetzt ist aber Schluss hier. And we scan. There it goes. My glitch fixing is gonna 100,000 Viren oben da bei dem. Wenn er laut dauernd Pornos schaut. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, behind the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Der hat sie doch wirklich nicht mal. So, wir gehen darüber. Vertrate den Prototypen. So, jetzt sollen wir abhauen. Making history, dude. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Bye. Irgendwie Idioten, die hier arbeiten, ne, ernsthaft. Deppen unter sich, was sie für Flaschen arbeiten. Okay, follow me. Okay. Some a-hole drank my effing head milk. There was a totally non-passive-aggressive note on it. If I drown in mucus, it's your fault, you illiterate effing idiot. Oh, ich glaube, die hat's auch nicht mal, eh? Hau mal ab hier, in diesem Psycholaden. So, weg sind wir. Hier ist unser Pickup, unser angefahrener. Hey, Michael. Und wir fahren wieder zurück. Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry. Phone is rigged. Now, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago.
Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no... Hoppala. Das war jetzt... Oh, Leute, das war jetzt... Das geht unter die Dämlichkeit des Jahres. Ernsthaft. Ich hau mich gegen einen Stein. Ich wollte nur lustig sein während der Fahrt raus und hau mich während dem Stein. Oh. Alter Falter. Okay. Hey, eine Michael, coole Karre. Domed, I domed you. Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Geile Karre. Are you playing that game? Yeah, sorry. The phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes. None of which interest me. Oh. I believe this country can still make interesting movies. Aber ich scheiße zum Fahren, die Karre. Ich meine, ich fahre zwar wirklich auch blöd, muss ich sagen, aber ist schwer zu kontrollieren. Oho, Drecksel. Aber trotzdem behalten wir sie, die ist cool. Hoffentlich wird die repariert, weil so kann man die, glaube ich, nicht mehr brauchen. Was für eine geschirrte Fotze. Sorry für Fotze, aber das ist eine Fotze. Solche Leute brauchst du als Familie. Recorded live from the Vinewood Bowl. Who will win it all? Who will humiliate themselves and... Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jay Norris to the stage. Hey, this company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination. We have put a billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. We have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24/7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked at home. And at the same time, you're docking with some kids at the pub. Oh, hold on a second. I think someone's trying to dock with me. Oh! Boom! Alter! Wow! Aber coole Kinoanlage hat der da. Wow! Das hat gepfeffert, Leute. Aber unser Outfit müssen wir ändern, das ist so käsig. Ich glaube, das ist oben. Lester! That was heavy! Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. Alright. Hey, about that other thing.
You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Oh, was für eine Dreckshöhle bei seinem Sohn. Leute, ist das ein Drufti. So ein Lappen. So. Schauen wir hier rüber. Jo, das sieht doch schon besser aus. So, hier können wir sie umziehen, weil so schaut das scheiße aus. Was haben wir hier? Jacken. Oh nee, muss ich auch nicht haben. Anzüge, das ist immer cool. Sakkos. Ja, das ist doch Michael. Welchen nehmen wir denn, Leute? Schwarz oder blau? Den mittleren nicht. Blau, schwarz, blau. Ich nehme mal den schwarzen. So, was haben wir noch? Brillen. Sonnenbrillen, Straßensonnenbrillen. Haben wir keine. Jo, dann nehme ich die da. Sieht cool aus. Die nehmen wir. Was haben wir hier noch? Tanktops, Oberteile. Nee. Gut, passt. Jetzt schaut da Michael schon ein bisschen besser aus. So. Wir haben eine Nachricht. Neue Teile frisch eingetroffen. Modifiziere deine Karre mit neuen Stoßstangen, Felgen und so weiter. Oh yes. Wir schauen mal auf die Karte, was so Neues gibt hier. Was haben wir überhaupt schon entdeckt? Also da oben nichts, hier unten ein Haufen. Da gibt es noch einiges. Wir haben eine Franklin-Mission, eine Lester, glaube ich, heißt da, Lester-Mission. Jo, das war's vorerst. Hier ist diese Waschanlage, genau. Ja, wir sollten uns mal eine geile Knarre kaufen, weil so wäre man nicht alt. Was ist das da? Psychiater. Okay. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.